So, Freunde, und an einem so schönen warmen Tag geht's weiter mit Yoshi's Island auch wieder, ja. Und, ja, unser nächstes Level erwartet uns, und zwar 4-3. Das, glaube ich, ich weiß genau, was das für ein Level ist. Aber das, wo man mit dem Ballon da hochhüpfen muss und so. Ich habe schon mal ausgetestet, das leckt auch jetzt nicht, wenn ich spiele oder so. Das liegt einfach daran, dass wenn ich Skype nebenbei laufen habe, dass dann mein PC anscheinend für das Spiel und Aufnahme und Co. zu wenig RAM hat. Naja, bei einer alten Mistkrücke, da muss man da schon mal warten, dass da Skype sogar im Weg ist. Haha, und das, obwohl das eine alte Version ist, die ist noch gar nicht so RAM-fresserig. Aber egal. Zeit für Level 4-3. Und die nennt sich... Na, ja. 3, 2, 1. Hopp. Na schön, danke auch. Aber geile Mucke! Dum, da, da, la, la, la. So, erstmal Panzer weggeschossen, jetzt muss ich mal gucken. Okay, da ist schon mal der erste Ballon, das ist schon mal cool. So, erstmal Dingen abschießen. Okay, ja. Münzen. Knete. Knete ist very good. Ach, cool. Der war geil. So, was ist das denn da? Was ist denn da? Was ist denn ein einzelnes Ei drin? Ist ja doof. Mann, lass mich doch mal. Sag mal. Will der wusste. Flup, 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 Alter, was war das gerade? Waren das einfach volle Eier? Volle 6 Eier? In so einem kleinen Ding ist ja fies. Ach, geh doch mal weg hier. Ich will gerne wissen, was da hinten ist, aber ich glaube, eigentlich will ich da gar nicht wirklich hin. Aber irgendwo waren da rechts so rote Münzen. Ich muss mal gucken, wie ich da rankomme. Gib mir doch mal einen Ballon, Mann. Nee, ich will rechts einen Ballon haben, dass ich da hinspringen kann. Ja, genau da. Den kann man irgendwie so ein bisschen abdriften lassen, ne? Ja, genau, da legen wir so ein bisschen hin. Da gucke, da sind rote Münzen, ich hab sie gesehen, ich hab sie gesehen, ich seh sie, meine. Da, 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 da. Ich brauche noch einen Ballon, sonst kann ich nur so raufspringen. Dann wird das fail. Bam, bam, da, 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 da. Oh, danke schön für die Elevator-Stufe hier. Uah. Hallöchen, Ballon. Liegt da unten noch irgendwo hin? Ist hier nicht noch irgendwas? Da ist eine Blume! Da ist ein Ballon! Nein! Ficken! Das ist das Schwierigkeit an diesem Level. Man kann ja so lange drauf stehen bleiben, wie man möchte, aber man darf nur einmal drauf landen. Das ist die Gemeinheit. Da ist ein Ballon. Komm, nimm mich mit. Los, fliegen wir nach oben. Ich will diese Blume. Oh yeah, das wird echt geil. Abgeschossen, sie ist meins. Yeah! So, aber waren das wirklich die einzigen 4 roten Münzen? Das war zu bezweifeln. Hey, nimm mich mal mit hier. Oh, ist das schön bunt. Ach, Nintendo hat wieder mal zugeschlagen. Man sieht's gleich. Ja, genau. So, aber da links ist aber schon wieder auch noch was. Ballon, ich brauche einen Ballon. Okay, ich brauche eine Plattform. Das macht natürlich auch Sinn. Oh, Hilfe. Nein, ficken. Münze. Nein. Ah, oh, fuck. Ich wollte gerade noch ein Ei schießen und habe ich auch. Dodo. Verdammt, da war ein roter Münzen. Scheigei. Oh, verdammt. Ich meine, kack auf Baby, aber. Ich will die Münze. Ich bin geldgeil. So, toll. Erstmal neue Eier, bitte. Dankeschön. Sind das wirklich 6 Eier? Ne, 4, okay. Das reicht mir aber. Das ist so mehr als genug. Und einmal Headshot. Und wie kann man den Ballon auch manuell so ein bisschen nach links und rechts treiben, indem man einfach von links vom Ballon abspringt, dann drückt man den so ein bisschen von sich, das bringt aber herzlich wenig. Eigentlich, wenn man es gut anstellt, kann man euch vielleicht so ein paar Zentimeter gewinnen. Oder man ist cool und wartet einfach darauf, dass da rechts irgendwelche Ballons kommen. So zum Beispiel. Quichu? Ja, los, gib mir. Dankeschön. So, jetzt hätte ich aber gerne noch die Blume da unten. Ja, hier unten muss sie irgendwo sein. Da ist sie! Yeah, ich sehe sie! Nein! Ballon! Nein! Arsch! Alter, aus Kopf, Alter, das macht Splatter und so, ne? Weißt du? Balla! Headbang! Yeah! Voll geil, ich finde das steil. Lass mich doch mal nach oben. So. Jetzt muss ich aufpassen, ich hab 2 Eier in petto, damit könnte ich den Typi auch abschießen. So. Allerdings fällt er unten durch. Das ist ganz kacke. Uah, ganz kacke gelaufen, ganz kacke gelaufen. What the Scheiße. Kannst du mich mal mitnehmen hier? Kann mich irgendeiner... Du kannst mich mal wegnehmen, Alter. Die Kacke ist, hier ist direkt eine Lücke. Das ist doch voll asozial. Komm, mach mal so ein Stüfchen springen. Heppa. Und heppa. Wo ist der Kack-Scheigei? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Hä, wo ist denn der hin? Och nee, oder? Sag jetzt nicht, der ist weg.
Nein, er ist schon weg. Okay, Freunde, und treffe ich? Ja. Volltreffer. Da, da, da. Mano. Das ist das erste Level, wo ich zweimal hintereinander abkacke, aber das ist eigentlich mehr als bewusst irgendwie. Weil in der roten Münze in den Tod hinterher springen, ist immer ganz gut. Dumme Idee. Ach Mann, blöder Koopa. Mann, ich scheiße, fick dir ins Knie. Ja, du auch noch. Ja, ja, lass mich doch mal in Ruhe jetzt hier. Hotter Watzer. Flap mit der Zunge an die Schlecker, da steht Baby gar nicht. Aber Yoshi muss ihm so den Hintern putzen. Uah, jetzt wird's wieder eklig. Da, 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 da. Und anscheinend kann man den Ball auch so ein bisschen nach unten drücken. Mit ein bisschen rumgejumpen, gut zu wissen. Wow, wow, wow. Hallöchen, Ballon. Ah, über dich freue ich mich. Hallöchen. Ein klar, Ballon. Wow. Ja, jetzt hier, aber jetzt. Jetzt kriegt der Spaten auf die Schnauze. Ich will meine Münze, denn ich bin geldgeil. Papa, la, papa. Komm her, Mann. Kommst du her? Nein. Ja, okay, und tschüss. Ich kann doch nicht warten, dass ich diese Kackmünze nicht kriege. Was ist denn das für ein... Nee, wir sind nicht bei Tim Taylor, dem Heimwerkerkönig. Wir sind in Yoshi's Island. Aber manchmal bezweifle ich dir an meinen Ärgerniszuständen. Was soll denn das hier bitte? Warte, komm, jetzt lass mich mal ganz kurz Eier einsammeln und dann auf nach oben zur bösen, bösen Scheigeise. So ein Stück nach rechts weg würde ich gerne noch... Wow! 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 Nein! 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 Jetzt wollte ich nach linken. Oh, ich hasse diese Dinger. Echt, ich finde die voll scheiße. Was ist das für ein Dreck? Er hat sich dann sowas einfallen lassen. Hier so ein 3-2-1-Hop-Ding dazu produzieren. Das ist doch eine Fehlproduktion. Das ist wie uns so ein Japaner hat tatsächlich Regenschirme für Schuhe erfunden. Weil die Schuhe stehen ja immer, wenn man also senkrecht steht, also so ganz gerade, stehen die Schuhe immer ein bisschen vor. Und er hat halt bemängelt, dass wenn man das da so steht, ne, dann werden die Schuhe nass, obwohl man selber jetzt... Oh, ich wollte schon sagen. Gib mir einen Ballon. Oder gib mir erstmal einen doofen Koopa. La 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 la. Ein gelber Ballon. Boah, Mano. Jetzt wollte ich drauf landen und der ist mir weggeflutscht. Weggeflutscht, oh nein. Das ist grün. Ah, den schaffe ich nicht mehr. Aber hier ist Lila, den schaffe ich auch noch. So, jetzt mal wieder ein bisschen Treppchen springen. Mann, ficken. Aber. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt lasse ich mir ins in Ruhe hier nach oben treiben. Ist mir doch egal. Ich hab noch Zeit. Ist doch alle chillig. Oh yeah. Uts, 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 uts. Ach ja, die roten Münzen und die Blumen muss ich auch noch einsammeln, wa? Gibt da mir irgendwo mal einen Ballon? Ballönchen. Da, rot. Nein. Lila. Ah. Safe. Ah, schön. Ich hasse diesen Kack hier. Was soll das? Wer hat sich sowas ausgedacht? Das ist was, wo ich runterfallen kann. Und was, wo ich runterfallen kann, mag ich nicht. Ich frage mich, warum ich Yoshi und Mario spiele, wenn ich nicht mag, runterzufallen. Aber bitte, wer spielt auch nicht Mario und mag es trotzdem runterfallen? Das ist ja eine unlogisch irgendwie auch. Fuck. Warte mal. Hab ihr gelernt, dass ich einen Ballon nach unten drücken kann? Haha. Voll easy gedidded. Oh yeah, das war doch übelst geil. So, jetzt will ich aber hier noch die roten Münzen haben. Und den grünen Ballon danach schaffen, oder halt den roten. Oder halt den... Sag mal! Nein! Herz Kasper! Ich krieg hier noch ein Herzrappel, Alter. Ich klack hier voll ab. Ich krieg ein Herzinfarkt. Das wäre doch noch die Krönung. Alter. Ich hab die Münze und die Blume. Und ich hab noch ein Leben. Also, ich hab noch mein Leben in der Hose. Es hätte ja durchaus so sein können, dass das gerade ins Klo gerutscht ist. Na gut, dann halt nicht. Das ist sowieso keine rote Münze. Ah, fuck! Nein! Wo stürze ich denn hin und warum kann ich nicht springen? Mano! Quitschu! Ja, toll, freu dich doch. Er freut sich. Ja, nein, ich nehme mir hoch. Quitschu! Ich krieg hier einen Rappel! Ich krieg hier einen Rappel mit dem mit Zappel, Alter. So, jetzt blau, grün, was auch immer, ist mir egal, was für eine Farbe nehme ich jetzt mit? Ja, ja, kann ich auch nochmal abschießen. Peng hier, krieg ein paar Münzen, freut mich rüber. Bald könnte es ja sein, dass ich Leben brauche, weil ich ja bei 120 schon extrem viele 50 Leben verballert habe. So, immer zugespart, gib mir die Münze, Alter. Haha. Weggecheatet, yeah. Papa, la, papa. Erst die Blume, die ist wichtig. So, und jetzt hätte ich gerne einen Ballon hier. Boah, da ist rot. Dankeschön. Nimm mich mit nach oben, yeah.
Uts, uts, uts. Ah ja, Headbang. So, da war Grün halt gesehen. Ach, wo ist denn der hin? Verdammt. Ah, da ist Gelb, der ist aufrecht. Und dann hätte ich gern die zwei Roten. Gib mir mal einen schnell neuen Ballon. Ach, den habe ich noch geschafft. Ach, ist ja super. Komm schon, höher, los. Flieg. Ah, super. Oh, ein Helper, also. Heike da alles? Ja. Das muss doch nicht so schwer sein. Ich krieg hier echt einen Rappel mit dem dummen Jetzappel. So, komm. Nee, es wird ja keine rote Münze. Aber die beiden gerade waren auch rote Münzen und da nur eine ist. Und wie unlogisch, oder? So, das hier noch mit dir noch mit das hier Ruppelzappel, ne? So, ich glaube, das war da auch so eine Scheiße hier, ne? Flup, flup. Erstmal wieder richtig schön Kopf in eine Röhre stecken. Hoffentlich war da keine Scheiße drin, die jetzt runterfällt, wenn da sein Kopf darin steckt, sonst könnte es ganz richtig so. Ne, kennt er ja. Ach, Heli-Yoshi. Ach, du Scheiße. Ach, da war da irgendwas auch gemeint dabei. Da war da irgendwas gemeint. Ja, ich stürze mich einfach in die Digitation zu Heli-Yoshi. Yeah. Ich muss jetzt hier rumfliegen und dabei. Genau. Das Gedöns da einsammeln, weil Gedöns halt wichtig ist, ne? Nehmen wir noch einen Sternring und flapp dadurch das Typi weg. So, ist hier noch mehr Gedöns? Gedöns! Huhu, Gedöns! Ja, von mir aus hier, da hast du. Ist alles geschenkt, ist mir doch wurscht. Ich wollte bloß die drei Münzen und die Sternis, ne? Also der Ring ist auch mal wichtig, ein Safe Point. Denn ihr habt ja gesehen, wenn man verreckt, muss ich den ganzen Kack nochmal machen, ne? Gerade keine Lust drauf, also Safe Point mitgenommen. Warum auch nicht, ne? Ich glaube nicht, dass er jetzt einer anzweifelt. So, ihr seht, da steht eine Zahl drauf. Jetzt muss ich mal erklären, man kann da so oft drauf landen, wie da die Zahl drauf ist. Danach verschwindet das Gedöns. Das macht das Ganze alles andere als einfach. Okay, auf dem kann ich dreimal landen. Nur auf dem kann ich aber nur einmal landen und auf dem auch. Okay, die Blume war also eine einmalige Chance. Toll, danke. So, ich springe jetzt nicht, hol mir die Münze, ich schieße die ab. So, das Feuer, da nervt mich gerade. Warum bist du da, du Feuer? Hilfe! Ich krieg hier noch einen Rappel mit dem ganzen Gezappel. Ja, da krieg ich gleich einen Rappel. Ist hier noch was? Ach, guck mal hier. Da! Rote Münze! Flat, dankeschön, meine. Und da haben wir schon 13 Stück. Ich hoffe, ich habe für alle gefunden. Wenn nicht, dann werde ich am Ende wahrscheinlich einen Wutausbruch kriegen, der mich jenseits der des Hasses katapultiert. Dann werde ich zu Sasuke. So, eigentlich sollte das anders aussehen. Wahrscheinlich wollte der jetzt alles abschießen und dafür ein Leben kriegen. Würde irgendwie sehr viel cooler aussehen, aber gut, war auch cool, wenn es auch langweilig geht, ne? Braucht doch keiner. Alter! Deine Mutter! Da ist! Oh, ich hab mir geschafft, aber mein Baby ist abgehauen! Alter, was bist du für einer? Was ist denn das für ein Spaten? Der wird gerade mein Baby entführen, hat gesehen. Alter! Macht das nur einmal mit den scheiß roten Münzen, die hier nur zeitweilig sind, denn ich glaube, dann könnt ihr mich gleich direkt in der Herzklinik einliefern, dann bin ich an einem Rappelzappel gestorben, ne? Das ist jetzt eine neue Herzkrankheit, hätte ich gerade erfunden. Balaba, so. Ist da schon wieder so ein Kack roten Münzen-Spaten hier? Erstmal dicht gleich in den Kopf spucken hier, das Ding, und weg da und weg da und. Ist hier irgendwo rote Münzen-Scheiße? Nee, hier ist keine rote Münzen-Scheiße, Gott sei Dank. Sonst hätte es ja aufs Maul eben. So, jetzt ein bisschen Speed machen hier. Ist aber schon wieder irgendeine Scheiße. So, kann man ja mal machen hier, ne? Eine Blume und dann zack, Münzen mitgenommen. So, jetzt hätte ich gern Koopa. Da unten kann man offenbar landen. Dankeschön. Koopa habe ich gerne. Und dann Flap hier, bitteschön. Ich gebe dir einen Panzer. Ich opfere den Panzer und rufe Sternis im Angriffsmodus. Blöder Insider. Balaba, so 26 Sterne, ist ja nicht so schlecht, da lande ich jetzt nicht, auch wenn ich. Das sieht doch verdächtig aus. Quichu? Ne, das ist egal. Was juckt mich denn? Da versteckt doch keiner. Was so böse ist ja nicht mal Nintendo. Ja, der kann doch kein Schwein drauf landen. So, er macht doch mal zwei lange und einen kurzen. Zweimal schafft er sein Ding lang zu kriegen, danach hat er einen kurzen. Hahaha. Sollte mir echt. Alter! Alter, ist du ein Rappel oder was? Jetzt hat er gefressen. Haha. Oh, Hilfe. Hilfe! Ja, Mahlzeit! Hier, du Spaten! Guck mal, Frisaya! Voll ins Gesicht, Alter! So, da oben kann man irgendwie ruf, oder? Das sieht so raufgierig aus da oben. Da oben will ich hin! Ich würde sagen, einfach mal. What? Flap! Haha! Cool, hat geklappt. Nein! Hey! Ich wollte ihn fressen!
Okay, 5 rote Münzen und eine Blume, das sieht doch schaffbar aus, oder? Hector, did it, oder? Sag jetzt bitte, dass es did it. Oh nein, ich weiß, was das ist. Gut, ich mache hier nicht nur ein Safe State, ich mache einen Safe Point, ich mache hier auch ein Safe State, weil... Weil Baum. Hier gibt es nämlich jede Menge Gemeinheiten. Muss ich erstmal hier unten lang, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, was da oben mich erwartet. Und das ist alles andere als Witz. Nee, kannst du vergessen, ne? Geh doch nicht durch. Sonst wäre ich ja bescheuert. Und das bin ich nicht. Also ich bin verrückt, aber nicht bescheuert. Das ist ein Unterschied, ne? So, einmal High Jump. Und flop. Und ich glaube, jetzt kommt er das mit dem Ballon, ne? Ach, genau. Ach, das war so fies. Ich hab das so gehasst als Kind. Und genau, hier mal ein Safe State, weil der fliegt so weit, wie ich ihn aufpuste. Einmal raufspringen und raufspringen und raufspringen und raufspringen und rauf da. So, das Ding fliegt jetzt los. Und nebenbei muss ich halt mit dem, was hier so unterwegs mich erwartet. Schnell reagieren ist hier die Devise, weil ich glaube, mir kommen hier rote Münzen entgegen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Flap erstmal Eier miteinander, geschehen. Da ist eine Blume. Boah. Alter, und das Ding wird auch immer kleiner. Das ist zwar echt ein bisschen fies. Ist mir egal. Scheiß auf Leben. Brauch keiner. Das ist so unwichtig. Warum wird nicht so klein? So. Ah, ich hab alles. Ich hab alles. Ja, ich hab alles. Geil, Mann. Flap. Mahlzeit, Flap Mahlzeit und Flap Mahlzeit. Und das heißt, wir haben jetzt auch volle Eier, volles Gedöns und alles ist geil. Und durch da, flappen! Yeah, yes, the baby. Und 6 Eier im Petto für die Yellow Yoshi. Und ihr kriegt vielleicht ein Bonus-Game oben drauf. Natürlich nicht, warum soll der go? Hätte sich für die Arbeit überhaupt nicht gelohnt. Ist doch gemein. Bam, da, 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 dam, da. Gut, heute habt ihr euch mal einen Herzrappel kriegen gehört hier. Aber da wird noch Schlimmeres auf mich zukommen. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. Ob ich da jetzt so froh drüber sein sollte, weiß ich allerdings noch nicht. Schön, gut. Ich würde sagen, das war erstmal für den. Ich hab wieder was E-Level in den Part geschafft. Ist doch asozial. Im nächsten Part geht's hier weiter mit Knubbelbubbelbu. Ich weiß, was das für ein Schloss ist. Das wird nochmal ein längerer Part, Freunde. Also bis dahin, macht's gut, haut da rein und Tschüssikowski. Bis gleich im nächsten Part.